Hallo, ich bin Dirk Verwein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute teste ich mal die RF24240 von Canon. Ich bin hier in der historischen Innenstadt von Zanten und das ist ja eine typische Reise-Zoom-Brennweite und da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze hier so, ja, unter Live-Bedingungen mehr oder weniger so schlägt, wie die Fotoqualität nachher so ist und ja, vom Handling her ist das, glaube ich, sowieso außer Frage. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib dran. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ach, kurz vorab noch, die Linse ist mir kostenlos und leihweise von Canon für diesen Test zur Verfügung gestellt worden. Nach diesem Test geht sie natürlich auch wieder zurück. Ich bin weder verpflichtet worden, nur positiv darüber zu berichten, noch werde ich das hier in diesem Video tun. Ihr kriegt also meine, ja, persönlichen Eindrücke, wie ihr es von mir gewohnt seid, zu dieser Linse und ja, wie die sich hier in diesem historischen Stadtkern von Zanten so schlägt. Ja, jetzt bin ich ja einmal komplett mehr oder weniger durch die ganze Stadt gepilgert und habe den einen oder anderen Schuss, glaube ich, gemacht. Ihr konntet mich ja dabei begleiten, wie die Bilder jetzt qualitativ geworden sind und ja, wie so mein Fazit zu dem Tag mit dem Canon RF24240 so ist. Das erzähle ich euch jetzt wieder, wie gehabt, von meinem Studio aus. Gehen wir dahin und dann schauen wir uns mal gemeinsam die Bilder an. Ja, zurück zu Hause in meinem kleinen Studio hier oben und ich hoffe bei deutlich besserem Ton, da muss ich mich erstmal entschuldigen, beim nächsten Mal nehme ich tatsächlich auch mal die Deadcat mit, damit die Windgeräusche da etwas reduzierter sind. Ich habe sie mal wieder vergessen, aber ich habe bald ein neues Setup mit dem neuen DJI Pocket und ich glaube, da werden die Außenaufnahmen eventuell noch mal ein ganzes Stück besser. Wie ihr es gewohnt seid, es geht ja hier immer noch trotzdem um das 2470 von Canon. Wie ihr es gewohnt seid, habe ich natürlich auch wieder die Backsteinfotos gemacht, damit wir hier die optische Abbildungsleistung gleich noch ein bisschen beurteilen können und was man da so erwartet, wenn man damit fotografiert. Aber als allererstes möchte ich euch auch noch wieder ein paar Sachen zu den Fakten von dem Objektiv sagen. Das ist also ein Zehnfach-Zoom. Das hat eine Brennweite von 24 bis 240 Millimetern. Für viele ist es da die typische Reisebrennweite, gerade wenn man mit der Familie mal auf Sightseeing-Tour ist und nur eine Linse mitnehmen will. Die ist zwar relativ groß, aber dafür braucht man dann nicht eine 24-70er und eine 70-200er vielleicht mitschleppen. Da hat man alles im einen. Und das lässt sich dann durchaus besser tragen eventuell. Und man ist auch nicht darauf angewiesen, das Objektiv eventuell ständig zu wechseln. Das Ganze hat eine Blende von 4, also Offenblende bei 4, wenn ich bei 24 mm fotografiere. Wenn ich dann bei 240 ankomme, also voll den Tubus ausgefahren habe, geht die Blende immer noch bis 6,3 auf. Das ist eigentlich ja relativ ordentlich für diesen Bereich. Und da kann man auch schon durchaus einiges an Freistellung mit erzielen. Wenn man hier mit Bokeh ein bisschen was machen will, geht das also durchaus. Die Naheinstellgrenze, also wie nah kann ich an mein Motiv rangehen, das ist bei 24 mm noch immerhin einen halben Meter. Da kann ich also relativ nah auch wieder an mein Motiv dran und auch bei 240 mm muss ich nur 80 cm von meinem Motiv weg sein und dann kann das Ganze hier halt noch das scharf stellen. Der Fokus, wo wir beim Thema Scharfstellen sind, wird hier mit einem Nano-USM-Motor angefahren. Das ist eine relativ leise Fokussierung. Das ist bei Canon im Moment so State of the Art, glaube ich.
wenn ich mich recht entsinne, das ist sehr schnell, sehr leise und präzise. Und ich habe da mit der R5 und R6 gearbeitet und hatte da eigentlich bis jetzt auch keine Probleme. Das Objektiv hat einen eingebauten Stabilisator, der kann bis zu 5 Blendenstufen korrigieren, was gerade hier, ja, ich kann es nicht oft genug zeigen, bei 240 mm Brennweite natürlich durchaus hilfreich ist. Und ja, da braucht man halt nicht auf kürzere Belichtungszeiten ausweichen oder die ISO eventuell hochjagen. Das gleicht dann schon einiges aus. Und wenn man mit der R5 zum Beispiel fotografiert und die Stabilisierung der R5 dann noch zusätzlich verwendet, haben wir insgesamt eine Stabilisierung von 6,5 Blendenstufen. Und ja, das ist eigentlich schon relativ ordentlich. Da kann man wahrscheinlich schon das ein oder andere aus der Hand mit fotografieren. Kommen wir zum unangenehmen Teil, wobei das geht bei dem Objektiv eigentlich tatsächlich meiner Meinung nach. Das kostet 999 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Das ist für so einen Reisezoom ja ein durchaus gängiger Preis. Das ist relativ stimmig, was aber sehr erfreulich ist, wenn man zum Beispiel, letztens war ja der Amazon Prime Day, wenn man da schon mal guckt nach Angeboten, da gibt's sowas hier auch schon mal neu für 699 Euro. Und bald sind ja wieder Cyber Monday. Tage, Wochen, keine Ahnung, bei Amazon. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Angebot bei dem Objektiv auch wieder. Und man kann das dann eventuell noch da günstig erwerben, wenn man da Spaß dann hat eventuell. Was wieder ein Problem ist, eine Gegenlichtblende ist wie bei Canon üblich auch hier nicht dabei. Kostet 38 Euro extra, wenn man das Ganze ja original von Canon haben möchte. Das ist ja durchaus stolzer Preis, muss man, glaube ich, auch, sollte man das berücksichtigen, wenn die auch mal zu Bruch geht. Ich hatte das schon mal beim Sigma. Das schützt ja halt beim Fallen. Aber es ist halt auch ein Preis, den man immer mal wieder berechnen muss, wenn man das Ganze neu anschaffen muss, beziehungsweise wenn es jetzt gar nicht dabei will. Der Klepper, im wahrsten Sinne des Wortes, wie gesagt, ich zeige es hier nochmal. Das ist noch nicht mehr alles. So, das ist alles. Der Klepper wiegt 750 Gramm und ich kann euch das hier nochmal zeigen. Hat also ein Messingbajonett, das ist ja relativ hochwertig. Da vom Verschleiß her und vom Look auch und vom Gefühl her ist das nicht so ein Plastikgedönse hier oben. Das ist hier also schon relativ hochwertig. Das ist, glaube ich, jetzt auch bei den RF-Objektiven mittlerweile so Standard. Da wird es nicht mehr viel andere Sachen geben, denke ich mal. Wenn ihr was anderes schon mal gesehen habt, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Welches Objektiv hat eigentlich bei den RF-Bajonett Plastik? Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe aber auch erst 2 in den Händen gehabt. Von daher, wer das gesehen hat, einfach mal in die Kommentare. Was man nicht erwarten kann, ist hier eine Abdichtung. Das ist also weder Staub noch, noch Spritzwasser geschützt. Das ist leider ein bisschen bitter. Das Ganze hat den typischen Charme eines RF-Bajonetts, wo die Kappe halt hier nur an der einen Stelle zu verschließen ist, der Deckel hinten, und ist aus Kunststoff gefertigt, das ja bei der Preisklasse nicht unüblich, denke ich mal. Aber ich finde vom Look, also hier mit dem eingelassenen Canon und so, und von der Haptik generell, ist das Ganze schon sehr ordentlich verarbeitet. Da gibt es also Canon-typisch nicht viel zu makeln. Da ist mittlerweile ein Niveau erreicht worden bei diesen Objektiven, die da durchaus ja hochwertige Qualität zeigen. Und das macht schon relativ viel Spaß, wenn man das Ganze so bedient. Stichwort Bedienung. RF-Objektive verfügen ja teilweise über 3 Einstellringe. Hier haben wir wieder nur 2 Einstellringe. Einmal für den Brennweitenbereich und einmal einen, den ich als Kontrollring benutzen kann. Das kann ich hier umstellen. Da kann ich also sagen, ich möchte zum Beispiel ISO einstellen oder die Belichtungskorrektur auswählen. Oder wenn ich manuell fokussieren will, was bei R5 und R6, ja, vielleicht, wenn man überlegt, wie gut die Kamera ist beim Fokussieren, sollte man dann auch manuell fokussieren. Also wenn ich das will, muss ich das hier auf Fokus stellen, in der Kamera manuell auf manuellen Fokus umstellen. Da gibt es keinen Schalter für. Und dann kann ich den Ring halt zum Fokussieren einsetzen. Dann habe ich hier einen Schalter, da kann ich den Stabilisator ein- und ausschalten. Das ist ja halt, wenn ich auf dem
Stativ zum Beispiel arbeite, durchaus sinnvoll, den Stabilisator auszustellen. Bei der Größe des Objektivs macht es natürlich auch Sinn, hier so einen Lock-Button zu haben, einen Lockschalter. Da kann ich halt verhindern, dass der Tubus rausrutscht. Das wird er aber, ich habe es also ausprobiert, ich kann es hier auch nochmal ausprobieren. Das macht er also, auch wenn ich so das mache, macht er das nicht. Aber um die letzte Sicherheit zu haben, kann ich das also noch da mit dem Lock-Button hier festsetzen und habe dann die Sicherheit, dass das Ganze halt nicht aus der Tasche rutscht oder wie auch immer. Wenn ich eine Gegenblende davor habe, ist es wahrscheinlich nicht deutlich schwerer, aber man kann es halt verhindern und das bleibt halt in der Form, wie ich es in die Tasche reingelegt habe. Ja, das ist so das Haptische von der Bedienung her. Das ist natürlich auch ein großer Faktor bei dem, wenn man sich ein Objektiv zulegt. Aber worum kommt es natürlich am meisten drauf an? Das ist die Qualität der Bilder. Da habe ich, wie eingangs erwähnt, ja schon ein paar Backsteinfotos wieder geschossen. Da kommen wir gleich zu. Und ich hatte ja einen Fotowalk in Zanten gemacht. Wer es nicht kennt, das ist ja dieser römische oder Stadt mit römischem Ursprung, oder da gibt's noch viele Sachen, die man von den Römern besichtigen kann. Das ist hier in der Nähe auch sehenswert, wenn man hier mal in der Nähe ist. Da habe ich ein paar Fotos gemacht, die gucken wir uns jetzt hier mal an meinem Rechner an. Und da können wir schauen, wie das sich so im Alltag bewährt. Und das ist so dieses typische Foto-Sightseeing. Wenn man mit seiner Familie losgeht, das geht also von, ich gehe mal ganz nah, ihr kennt das vielleicht, dieser typischen Stadt, wo Stadtreliefs, die überall mittlerweile auch aufgestellt sind, die sind relativ hübsch. Da kann man also auch nah dran. Irgendwo sitzt der Fokus wahrscheinlich auch, lädt ein bisschen, ist mit der Canon EOS R5 geschossen, von daher brauchen wir ein bisschen, bis der Fokus da auch ist, wo er hingehört. Ihr seht hier also, das ist also durchaus gestalterisch, kann man da schon ein bisschen mitmachen. Hier habe ich auch mal ein Foto mit 240 mm, also so ein Detail von so einem Gebäude. Da kommt man also immer auch ganz gut ran. Aber auch weitwinklige Sachen, und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich gleich wieder feststellen, wo bei so einer Brennweite das Problem ist. Nehmen wir das mal, wenn man hier so eine Häuserfassade hat. Man hat hier also wieder eine relativ starke Vignettierung, die hier halt da reingeht ins Bild, aber die kriege ich hier also relativ einfach, nehmen wir das hier mal, relativ einfach und schnell entwickeln. Ja, zack, zack, hat man das also relativ schnell korrigiert und hat dann ein Foto halt, wo man das, was man durchaus noch benutzen kann. Und ja, wir können ja nochmal die stürzenden Linien ein bisschen beheben lassen durch Photoshop. Wer das Gebäude sieht, durchaus gute Küche. Wenn es Corona-bedingt geht, kann man da auf jeden Fall mal einkehren im gotischen Haus in Zanten. Und ihr seht auch, wenn ich hier jetzt etwas näher rangehe, die Strukturen, sobald es hier YouTube noch zeigt, in den Ecken wird es ein bisschen schwierig. Und hier seht ihr eins der Probleme bei dem Objektiv, da kommen wir aber gleich noch zu. Hier in den Ecken haben wir schon mal chromatische Aberration, und oft wird ja gesagt, ja, die kann man ja wegmachen, aber die Automatik hier habe ich schon eingestellt. Das ist also tatsächlich trotzdem noch zu sehen. Und wenn ich die jetzt die Korrektur aus- oder einschalte, man sieht, da tut sich was. Wenn ich jetzt auslasse, ist es noch viel stärker, aber es ist dann deutlich bei so Gegenlichtaufnahmen zu sehen, aber ja, es ist halt eine sehr universelle Brennweite und man kann halt relativ viel damit machen. Und dann habe ich auch in dem Dom noch ein bisschen fotografiert. Hier natürlich auch wieder die Verzerrung drin, die man auch wieder relativ schnell rausarbeiten kann mit den Korrekturen, und hat hier ein relativ, ja gut, das ist natürlich ein bisschen verrauscht, weil wir kennen EOS R5 bei ISO 12800. Da können wir natürlich einfach nochmal die Rauschreduktion reinsetzen. Und das geht ja relativ schnell. Das ist jetzt dann nicht der letzte Weisheitsschluss, aber
ihr seht, wo man hin will. Und das ist halt, wenn man in der Stadt unterwegs ist, bei einer mit der Familie und wirklich nicht die ganze Tasche voller Objektive mitschleppen will, ist das eine sehr schöne Brennweite, Blendensterne. Naja, die kann man natürlich dann auch nicht bis zum geht nicht mehr erwarten bei so einem Objektiv. Da ist natürlich dann auch immer, ja, irgendein Tod muss man halt sterben. Das ist dann halt nicht ganz so hübsch. Aber wenn man dann auf Blendensterne aus ist, ist das wahrscheinlich auch nicht die richtige Brennweite. Die Fotos, die packe ich euch, wie ihr es gewohnt seid, auch unter dem Video in meine Dropbox. Da könnt ihr euch die noch runterladen. Und ein Beispiel habe ich noch zum Thema chromatische Aberrationen. Und zwar hier habe ich mir nochmal eins rausgesucht. Hier sieht man also auch deutlich hier oben an den Kanten. Das geht halt in dem oberen Bereich dann deutlich los. Auch wenn wir so ein Bild hier dann nochmal auf die Schnelle bearbeiten. Und dann auch das hier aktivieren. Dann bleibt das also doch noch deutlich zu sehen. Wobei es halt hier, ja, hier ist es selbst sogar dann in der Verkleinerung, das müsste man dann gucken, wie es dann beim Ausdruck, wenn man es ausdrucken will, sich darstellt. Aber da muss man halt ein paar Abstriche machen. Und das ist halt bei so einem Objektiv, bei so einem Brennweitenbereich, viele verteufeln es sowieso. Wo ich damit unterwegs war, war ich von der Flexibilität des Objektivs wirklich durchaus begeistert. Ein bisschen enttäuscht bin ich natürlich dann doch von hier diesen Ergebnissen teilweise in diesem Bereich. Aber ich muss sagen, wenn ich mit der Familie fotografieren gehe oder wenn ich unterwegs bin mit der Familie und da zusätzlich noch bei fotografiere, dann ist das durchaus noch alles akzeptabel. Man kann hier auch so ein bisschen kreative Sachen machen. Während die Frau shoppen ist und man wartet, kann man da das eine oder andere natürlich noch machen. Hier auch so ein typisches Stockfoto, wenn man dann unterwegs nochmal Stockfoto schießen will, kann man das auch machen. Wie gesagt, die Bilder, die packe ich euch alle noch unter dem Video. Ja, kommen wir zu den Pseudo-Laborbedingungen hier nochmal. Ich habe hier mal die Backsteinwand unserer Kirche hier im Dorf fotografiert, damit man das mal sieht hier bei den einzelnen Blenden. Auch die Bilder packe ich euch gerne wieder unter dem Video. Ihr seht, die Vorschau, die wird hier noch fleißig geladen. Das dauert noch einen Moment. Und ihr seht hier, bei 24 mm haben wir halt diese super starke Pigmentierung, aber bei 35 mm ist das schon deutlich weggegangen. Und ja, bei 45 Megapixel haben wir hier auch trotzdem eine super Schärfe. Das lässt natürlich dann in den Ecken deutlich nach bei so einer Brennweite. Aber da ist halt irgendwo dann auch Ende der Fahnenstange hier auch natürlich in den Ecken. Bei selben Aufbau 240 mm, das geht dann schon. Mal gucken, was da hier noch weggeht, wenn was hier sagt. Also wird es dann schon weich hier in den Ecken. Aber wer guckt sich so ein Foto so an? Ne? Also das ist immer die Frage, was man will. Man kann natürlich auch 20 Objektive mitschleppen, um für jeden Spezialfall vielleicht die passende Festbrennweite dabei zu haben. Oder ja, ein Tilt-Shift ist natürlich auch immer ganz nett, wenn man in der Stadt unterwegs ist und Architektur fotografiert. Oder man schnappt sich halt dieses hier. Ja, dieses hier. Und freut sich darüber, dass man eine relativ transportable Tasche noch hat. Schnallt sich die, kennen ESRP zum Beispiel davor und macht ein paar Urlaubsschnappschüsse und hat so ein universelles Objektiv, um dann halt da seine Fotos mitzumachen. Wie seht ihr das? Wäre das ein Objektiv, was ihr euch zulegen würdet und im Urlaub vielleicht da Fotos mitzumachen? Oder seid ihr da bei jeder Fototour immer auf dem letzten Quäntchen Qualität aus und sagt ihr lieber Festbrennweiten oder zwei Teleobjektive, um da ein bisschen das auszuteilen? Wenn ich das jetzt aufteilen würde, wäre das ja schon mal das 70-200er hier. Wenn man das hier mal so, wenn man das dann mal daneben legt, ist das natürlich schon
Das ist wohl auch ein 2.8er jetzt. Das ist natürlich eine ganz andere Liga jetzt hier. Das ist das Tamron 70, 200, 2.8er, das G1 sogar noch. Also von daher, das ist natürlich ja von der Offenblende her ganz anders. Aber man schleppt auch eine Menge Glas mit und da hat man natürlich dann auch andere Qualität. Wie gesagt, ich war also durchaus von der Qualität von dem 24-240er angetan und für 699 Euro beim Prime Day oder Cyber Monday. Und wenn man dann vielleicht mal so einen Amazon Warehouse Deal macht, dann ist das dann vielleicht nochmal 50 Euro oder 100 Euro günstiger. Oder man kauft es irgendwo mal gebraucht, dann ist es vielleicht dann doch eine gute Einstiegslinse oder universelle Linse. Lasst mir ja eure Meinung mal unter dem Video in den Kommentaren da. Welche Linsen packt ihr euch beim Sightseeing in eure Tasche, wenn ihr mit der Familie unterwegs seid und nebenher fotografiert? Also nicht, wenn ihr nur zum Fotografieren losgeht, sondern tatsächlich zum Sightseeing dabei unterstützt fotografieren wollt. Immer gibt natürlich auch immer noch die Handylösung, aber da bin ich also kein Freund von. Oder man nimmt eine APS-C-Kamera bei mit. Das ist natürlich noch eine Alternative. Das soll es zu dem 24-240er von Canon für das RF-Bajonett hier in diesem Video gewesen sein. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir einen Daumen da. Wenn du noch Fragen hast, gerne auch in die Kommentare. Ich versuche das immer möglichst alles zu beantworten, soweit es mir möglich ist. Ansonsten versuche ich da die Informationen rauszukriegen. Mittlerweile gibt es einige von euch, die ja auch bei Facebook unter der passenden R5, R6 Gruppe unterwegs sind. Vielleicht sieht und hört man sich ja da auch mal. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich euch zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen dürfte. Einfach auf Abonnieren klicken. Ihr kennt das hier unter dem Video. Einfach draufdrücken und aktiviert euch die Glocke dazu. Dann bekommt ihr eine Info, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ansonsten sage ich euch, ja, wie hier üblich am Niederrhein, wie gesagt, guter Tipp, Zanten, wenn ihr da mal seid. Macht auch mal ein paar schöne Fotos. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.